kannst sie ändern. Ja, aber ich kann sie nicht ändern aus dem Menü, weil ich habe keine anderen da drin. Auch nicht mit der anderen. Doch, mit jeder. Also ich hatte mit jeder welche. Also ich habe noch nie welche dazu gekriegt. Ich hatte die alle von Anfang an. Die, was? Ich habe eine Frisur, glaube ich, habe ich im Spiel dazu bekommen. Und wo hattest denn du das, das Spiel? Es war bei Steam, glaube ich, ne? Bei Steam? Ja, weil ich hatte ja von, Das spielt keine Rolle. Nee. Weil ich habe nämlich Winter-Event-Sachen. Hä? Okay. Da hab ich das ja nicht gehabt. Und eben so ein Feuerkopf bei der einen. Papa, ich bin neben dir. Die andere, die so aussieht wie ich, die ist bei mir. Ja. Jetzt müsst ihr mir nur noch sagen, wo sie hin möchte. Okay. Oh, der ist so. Nein! Scheiße, oh, das ist die Spucktante. Fuck! Ich bin verseucht. Was hast du gemacht? Weiß ich nicht, ich hab Angst. Ey, wir sind direkt beim Killer gestartet hier. Oh nee. Nein, und ich laufe noch zum Haken. Ich bin so blöd. Hier ist ein verseuchter Kompressor, wollte ich gerade sagen. Kann man den auch machen? Der schaut mich jetzt blöd an. Wiggle, wiggle, wiggle. Komm schon. Wiggle dich frei. Da ist der Brunnen. Den wollt ihr mir zeigen. Der ist direkt neben den Haken. Aber hier. Also falls ihr verseucht seid, ihr könnt direkt bei mir, könnt ihr euch auch... aber ich glaube, du kannst schon einmal... Dings, wenn wir zu dir gehen, dann stecken wir uns an. Ja. Was heißt für das? Und? Heißt das jetzt, dass ihr mich jetzt hier einfach verrecken lässt? Dass ich jetzt hier das Opfer dann bin, oder was? Wir müssen gerade den einen Kompressor machen. Wir sind auf der anderen Seite der Map. Wir sind ganz auf der anderen Seite. Ich sehe euch ganz genau, also lügt mich jetzt nicht an. Das würden wir nie tun. Ich hab eben noch gesehen, wo der dritte war, der ist jetzt aus der Reichweite raus. So, ihr lässt mich hier einfach hängen. Ich glaube das nicht. Wir kommen, warte. Also ich habe den Videobeweis. Oh, die lassen mich einfach hier dran hängen. Irgendeiner ist hin und her am Laufen. Und am Springen. Aber ich glaube, in die Richtung ist immer nicht eben gegangen, oder? Ich kann nicht mehr viel sehen, weil irgendwie das ganze Zeug hier gerade in meinen Monitor zu war. Ich glaube, ich muss gleich drücken. Oh nee, die Hälfte. Ey, das dauert so lange, ey. Vielleicht ist ja auch diese... Oh ja, ja, ja. Lass dir Zeit. Oh, jetzt hast du Krähe entdeckt. Die Krähe ist bei mir weiß. Wieso kann ich nicht mehr bis zum Ende kämpfen? Ich kann das sonst immer bis zum Ende des Balken kämpfen. Wie, du kannst nicht zum Ende kämpfen? Ja, ich konnte jetzt ein paar Mal auf A drücken und jetzt bin ich weg. Wie bist du? Oh nee, ne? Ey, muss diese Scheißkuh... Der beschissenste Penner von... Oh, die andere ist auch schon gut getroffen. Von Killer. Muss natürlich genau jetzt dabei sein. Wieso habe ich diese Scheißkrähen über mir? Und dann direkt neben uns spawnen. Also... Ja, warum? Ah, sie sind AFK-Krähen. Ja, AFK-Krähen. Ich geb den gleich AFK. Ich war nicht AFK, ich hab dann... Macht weiter, die lenkt sie ab. Die hält nicht mehr lang durch, aber sie lenkt sie ab. Ach, das ist kaputt. Die ist an einem laufenden Generator in der Nähe. Ihr seid, glaube ich, rechts. Die haben mich nicht bemerkt. Ich hab mich nicht bemerkt, die ist vorbeigelaufen. Ah, sie ist am Boden. Ach, da seid ihr. Ja, ich glaube, wenn du die Seuche hast, dann bist du aber auch schneller tot da an dem Balken, habe ich festgestellt. So, sie ist jetzt gleich aufgehangen. Jetzt ist sie aufgehangen, kann sein, dass sie jetzt zu euch kommt. Scheiße, jetzt sehe ich jetzt nichts mehr. Also ich mache gerade einen Generator. Holst du die? Ja, ich hole sie. Ich habe auch einen Generator gemacht. Nicht befreien, Mädel, nicht befreien. Ja, doch muss ich. Nein, sie... Pass auf, die ist da! Ich weiß. Aber sie ist hinter ihr her, glaube ich. Ich gehe nach rechts weg. Ja, sie kotzt sie auf jeden Fall weiter an. Versucht sie abzulenken. Oh, aber schafft es nicht. Ja, ich glaube, sie ist auch gleich. Lauf, komm, du bist ich. Ich kann sie wiederholen. Ja,
dann tot ist. Ja. Vorausgesetzt, ich hält noch aus. Komm, ich habe noch ein Drittel, muss ich noch machen. Dann habe ich, da haben wir drei Generatoren. Sie ist jetzt am Brunnen. Ah, nee, nee, sie verfolgt sie weiter. Oh, die kommt zu mir, scheiße. Ja, aber sie ist auf sie fixiert. Ah, sie ist in den Schrank gegangen, was war das denn? Jetzt hat sie sie. Ich hab die okay, okay. Sie geht zum Haken. Ach, das sind ihre Totems. Ich glaube, ich hab die, ich hab... Wenn du ein leuchtendes findest, auf jeden Fall kaputt. Ja, ich hab's. Sie hängt sie auf. Ich heile. Ich hab mich geheilt. Jetzt geht sie nach oben, wo du eben warst. Sie kommt zu euch, glaube ich. Woanders ist, sie kämpft gerade um ihr Leben, sie ist gleich tot. Sie ist bestimmt gleich tot. Wo ist die? Sie ist also gerade sie ist noch ewig weit entfernt von mir. Ich bin aber an einem anderen Generator, den mache ich mal. Aber ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wo du nein bist, aber sie ist dahin gelaufen, wo du eben warst. Wo du dich warum kann ich nicht rennen? Wo du eben gelaufen bist. Warum rennt der nicht? Der rennt nicht. Nicht da noch hinlaufen. Ich hab zu Viertel ein. Fuck. Scheiße! Er rennt ins Haus rum. Ins Haus rein, Palette, Palette. Ich glaube, da in der Nähe ist der Nils, oder? Oh. Ich bin ganz weit weg. Oh, doch, bin ich weg. Ist auf dem Keller. Palette? Nein, nicht von der Seite! Nein! Du bist genauso doof wie ich. Sie hängt in den Keller auf. Ja, toll. Ich, bei mir geht das nicht mehr im Struggeln. Nee, Nils, ich bin im Keller. Scheiße. Aber wir haben nur noch zwei Dinger. Wieso gehen die Ausgänge nicht auf? Ja, aber wieso gehen die Ausgänge? Weil ich sterbe, wenn ich... Oder ich versuche mich zu befreien. Aber nee, nee, mach das nicht. Du hast nur 4% oder so Chance. Aber jammer leise. Ich sehe irgendwie voll bekotzt aus. Irgendwie so grün und alles. Irgendwie so geht. Die Nacht mal durchmacht Nachtkönig am Karneval. So. Sie ist hier bei mir. In der, also ich höre sie. Nee, nee, ich glaube, sie geht weiter weg. Aber ja, irgendwie... Ja, aber wieso gehen die nicht auf? Wir sind doch nur noch zu zweit. Ich glaube, die kommt wieder. Die ist irgendwo... Ich verstehe nicht, wieso die Türen nicht aufgehen. Weil wir alle Generatoren machen müssen, selbst wenn wir nur noch zu zweit sind. Aber das dann stimmen die ganzen Sachen nicht, die sie gesagt haben. Wo ist die? Das Info. Da, rechts, oh, rechts. Fuck. Also ich bin am Struggeln, aber ich bin gleich, glaube ich. Ja, er wird gleich vollgekotzt. Er muss gerade mal... Also hat sie ja, pass auf, pass auf. Mich hat eine unheimliche Reichweite mit dieser scheiß Kotze. Siehst du das? Ja, ja. Oh, das war nicht gut. Jetzt hat sie dich auch, oder was? Ja, das war das Ego. Wollt sie austricksen. Was natürlich nicht immer ich auf kämpfe. Die gleiche Art geht. Ich kämpfe. Da, Palette, Palette. Ich kämpfe. Ja, ich bin jetzt tot. Ich blute gerade aus. Ah, das ist aber einer derjenigen, die Respekt haben. Ja, ich bin tot. Schatz, komm zu mir. Oh, pass, du hast ein bisschen Abstand, aber ich glaube, sie sieht dich, oder? Ich sehe sie nicht mehr. Aber die hört dich bestimmt husten. Du musst so einen Brunnen finden. Ich bin nicht gerade in der Nähe. Oh, pass auf, ich glaube, die kommt von außen. Die Falltür ist offen, weil Papa tot ist. Ja, muss ja, weil ich tot bin. Wo ist sie denn? Ja, ist die Frage, wo die Falltür ist, genau. Die muss man finden. Du musst aber sehen, dass die ist eigentlich so gelb markiert, meine ich auch. Ja, nee. Wie der aus? Nur wenn du einen Kork hast. Ach so. Oder ganz kurz, wenn die sich öffnet, das weiß ich jetzt nicht. Dann kümmere dich nicht um diese, dann guck. Da ist ein Brunnen. Da nimm aber den Brunnen, der Brunnen. Guck aber. Ach,
Das war gar nicht die Musik vom Killer, das war die Musik wegen der Seuche oder was? Ah, da hinten ist sie, ich hab sie gesehen, pass ja, auf. Ja, hinten rechts. Ich. Ah, die hätte ich auch gesehen, oder? Nee, ist noch im Suchen. Ja. Geht Richtung Haus. Läuft weg, sie geht weg in Richtung Haus. Boah, das ist ein ziemlich kaputter Generator. Kommt wieder. Ja, sie kommt wieder, Achtung. Ist auch von linker Seite. Achtung, sie sieht dich. Oh, jetzt hat sie dich gesehen, ja. Ja. Wahrscheinlich war der Kopf frei. Oh. Ach, und sie spuckt. Nee, sie kommt. Sie denn? Sie kotzt. Sie hat ihn erwischt. Wow. Geht über die Palette. Oh. Das ist dein Ende. Ich sage dir voraus, du sie hat dich nicht gesehen, geh woanders hin. Ah, scheiße. Nein. Die Palette. Ah. Ja, warte. Ja, wo ist sie jetzt hin? Warte. Gesehen vorher. Oder ja. Sie weiß, dass da eine Palette ist. Das kann natürlich auch sein. Die kotzt sie wieder voll. Ich glaube eher, sie weiß, dass da eine Palette ist und will nicht so nah rangehen. Ja. Ah, scheiße. Na, jetzt hat sie, glaube ich, auch gesehen, dass du darüber bist. Nee, pass auf. Bleib mal da. Ah, scheiße. Nee, bleib, sie geht woanders hin. Bleib mal da. Geh aus, du. Ja, genau. Ja, sie kommt in die Richtung, scheiße, die kommt zu dir. Ja, aber sie hat dich nicht gesehen. Noch nicht. Hier irgendwo das Ding? Ja, die hört dich. Die hört dich husten, das ist das Problem. Ja, da hinten ist sie. Aber die... Geh mal zu dem Brunnen da drüben. Also den Generator, den hatte ich fast fertig, der da am Rödeln ist. Was ist der hier? Da kommst du nicht weiter. Ich habe die Flasche gesucht, die falsche. Aber die ist meistens in der Mitte, meine ich, haben sie gesagt. Nee. Ich habe eine Übersicht, wo die Falltüren sind, aber frag mich jetzt nicht, welche Map. Ah, sie sieht, da hinten läuft. Sie läuft da hinten rum. Beeil dich. Linke am Rand. Seite ist sie hin. Hier am Rand. Hier, genau. Scheiße, dass du da nicht raus kannst. Wieso kannst du die Tür nicht aufmachen? Weil noch zwei Generatoren fehlen. Also muss man doch immer alle machen. Du ja, musst zwei machen, wenn du als letztes übrig bleibst. Nee, man muss wirklich alle machen. Nee. Also ich denke mal, dass es mit den zwei nur ist, dass die Falltür aufgeht. Du musst immer einen mehr, als dass es Überlebende gibt. Also das heißt, wenn du jetzt schon zwei gemacht hast, aber kannst du durch die Tür. Aber das Problem ist ja, wie gesagt, also meinen konnte ich nicht zu Ende machen, weil sie mich dann ja erwischt hat, kurz bevor der fertig war. Einen hätte ich auch noch gehabt, ansonsten hätte ich rausgekommen. Wo ist diese scheiß Falltür? Ich denke, sie ist in der Mitte. Wird sich gerade sowas von ärgern? Ich bin ja schon mehrmals entkommen. Ich hoffe mal, ich schaff's nochmal. Das ist halt die Schwachstelle von der. Wenn man deren Strahlen kommt, die hat nicht so gut hauen. Warte mal, bei dem Mähdrescher vielleicht. Oh, ich höre sie. Ja. Ich sehe sie nicht. Da ist sie doch. Geradeaus. Links von dir, ja. Sie geht weg, aber sie geht weg. Geh da. Achtung, der ist verseucht. Ja, das finde ich auch so eine Schweinerei. Vielleicht da hinten in der Ecke, wo... Verseuchte Generatoren. Der Kickstarter. Nee. Der Kickstarter, genau. Komm schon. Wo ist die blöde Klappe? Es kann natürlich sein, dass das wirklich im Haus ist. Vielleicht im Oder Keller ist doch im Haus, wirklich im Haus, dass die Fall... Ach, warte, ist das Haus, in dem es einen Keller gibt? Also nicht, ja. Das, ja, nicht den normalen Keller. Ja, da bin ich ja gestorben. Keller. Nicht den normalen Keller, sondern na doch, den richtigen Keller. Nee. Weil der Killer-Keller, der ist auf jeder Map. Der Killer-Keller. Ja, bei irgendeiner Map war die Falltür auf einem normalen Keller. Aber bei dem einen, wo der mich rausgelassen hat, war die Falltür auf der Straße. Hier gibt es keine Straße. Nee, hier nicht. Ja, ich weiß. Also das Haus da ist sein Haus. Da ist sie auf jeden Fall nicht.
Also ich glaube nicht, dass sie im Killerhaus ist. Kann nicht sein, Magie. Oh, schreibt mal Hashtag QBKD, wenn ihr alle ihnen noch einen Sieg und das Entkommen wünscht. Da hinten, ich habe es gerade gesehen, die kommt in deine Richtung. Aber... Ja, ja, hinten, hinter der Wand ist sie. Achtung! Hat oh, sie guckt alle Kästen durch, ja, ja. Achtung. Sie rennt in die andere Richtung zum Ausgang. Geh du da in das, hinter dem Schrott. Da, ah, sie kommt, kommt in deine gesehen. Richtung, deine oder? Richtung. Was denkt niemand, dass man so doof ist, in die Schränke reinzulaufen? Hatte ich aber noch nicht gesehen. Aber jetzt aber. Ich, ne? Oder? Nee. Also die ist echt eine der schlechtesten ja, Killer, die ich hatte. Aber die haben wahnsinnig wenig... da in, unter dem zu gucken, ne? Schrott war also, das nicht, ne? So ein Tunnelblick halt. Wie kriegt man ja, diese blöde... Guck jetzt mal hier drin. Guck mal in die aber Kiste, ob du die Kiste nicht aufmachen kannst. Nee. Ja. Wenn er die Kiste kramt, dann hört die das. Oh, geh in den Schrank, oder? Nee, schon. Aber die Schränke guckt sie doch. Du. Blindness. Hä, wieso hast du Blindness? Meinst du nicht die Kiste mal gucken, ob da was drin ist? Oh, pass ich glaube, sie kommt. Achtung. Ich kann die, glaube ich, leicht abhauen. Die muss mich zweimal hauen. Ja, die muss auch runterkommen. Wenn die runterkommt, kannst du hochlaufen. Ich glaube, es ja, kann eben natürlich sein, dass die... wenn das jetzt ein Killer ist, der Ahnung davon hat, wo die Falltür ist, wird er wahrscheinlich zur Falltür laufen. Oder halt zu ja, aber ich glaube, das wissen die alle. Der Umri, das ist doch nicht, der wird campen bei der Falltür. Das ist der random. Wird nicht hier rumlaufen. Die Falltür ist random. Also ich glaube nicht, dass die immer gleich ist. Das wäre total viel. Ja, aber immer weil an den gleichen Ecken. Na, das wäre... Nee, das doch, zu. Deswegen gibt es ja diese Liste, wo die was sind. Ist das denn hier in der Mitte? Da ist das... Nee, ist keine Falltür. Wie gesagt, ich habe bis auf eine einzige Map, da ist die komplett random, die Falltür. Achtung. Alle anderen steht genau drin, wo die ist. Also genau ist relativ. Da steht zum Beispiel außen im Außenbereich oder immer außerhalb des Hauses. Da drumherum solche Sachen. Aber das ist so scheiße, ey. Du könntest den jetzt auch machen und dann woanders hingehen. Dann hört ihr das Klappern hier. Die kommt. Da ist ah. Nee, hat die noch nicht gesehen? Nee. Bleib mal da. Ja, sie hat dich nicht gesehen, aber sie fummelt da rum. Sie sprüht Gift dahin. Macht das dann auch was aus, wenn sie da Gift versprüht? Ja, da ist auch eine Kiste noch. Ja, also auf dem Boden glaube ich nicht. Ja, lass ihn doch kramen, wenn der Killer direkt daneben steht. Ja, wieso hört die das? Ja, die hört das. Ich weiß das nicht, auf welche Entfernung, aber die hört das. Da ist jetzt eine Waffe drin, eine Ultimative. Ja, bestimmt. Ultimative, Freunde. Nein, ein Medipack. Nimm das mit. Ja gut, streng genommen ist es seine ultimative Waffe, ne? Ja, das ist schon gut. Ah, ja. Meine Damen voll. Und Herren, liebe Zuschauer, wir müssen diese Sendung leider noch eine halbe Stunde überziehen. Aufgrund des auf Unwollens Suche von QBKD, dass er nicht sterben möchte. Und auf ja, der Suche nach dem... Kannst du ja nennen, auf der Suche nach der Falltür. QBKD auf der Suche nach der Falltür. Also ich war jetzt außen komplett. Die muss irgendwo... Im Kran war ich noch nicht. Ja, vielleicht um das Haus drumherum. Doch, aber du warst von vorne noch nicht im Kran. Geh mal... Da ist ein Totem. Da war ein Totem, habe ich gesehen, in dem hinter dem Ding. Also ich weiß nicht. Aber da steht doch, du kannst es öffnen. Die Totem sollte man nicht... Also Achtung, das Tor öffnen. Wo steht, dass du das Tor öffnen kannst? Ja, unten links steht doch Tür oder Falltür. Das ist die Falltür. Ja, das nee, ist die das rechte Motor oder Falltür. Ach so. Ja, dann haben wir definitiv keine drei Generatoren. Nee, das sind wie viele noch machen muss. Also zwei nur. Zwei das müssen. Ja, waren ja fünf, also haben nur drei. Also zwei Stück bei mir immer. Da ist Scheiße, Achtung! Scheiße. Nein. Sie hat dich. Nein. Versuch zu recovern. Komm. Die ist so... Oh nein, da ist gleich ein Haken. Scheiße. Da war gleich ein Haken. So. Kämpf aber. Kämpf so lange du kannst, weil dann kriegst du nochmal Punkte. Nee, da kannst du nicht mehr lange kämpfen, wenn er leider. Ja, das ist mit der Seuche. Du kannst nicht mehr lange kämpfen. Ich weiß nicht warum. Falltür, scheiße.
Was wundert dann wahrscheinlich? Also ich glaube, ich mache dann aus den... Ach nee, das war der Hase, dieser verwirrte. Aber ich habe zumindest ewig überlebt. Ja, ich habe zumindest noch 2000 Blutpunkte dafür, dass ich als erstes von euch geopfert worden bin. Ja. Von uns geopfert vor allen Dingen, weil... Ja, es wollte mir keiner helfen, nur weil ich so ein bisschen Seuche am Körper habe. Das stimmt doch gar nicht. Sie mich einfach hängen lassen. Also so ein bisschen stimmt's vielleicht. Ein bisschen stimmt's vielleicht, genau.